Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Maraja von Maraja Loves Paper und heute habe ich hier so eine kleine Zwischenepisode für euch, weil ich nämlich eine Happy Mail, also ein Loaded Envelope erstellen darf. Und ich dachte mir, ich habe mir gestern so schöne Sachen zusammengesucht, die zeige ich euch auf jeden Fall. Auch wenn ich ja gerade eigentlich mein Hauptthema habe, hier mein Sprüche-Journal mit dem Infinity Kosmos. Da mache ich natürlich auch weiter, da wird es auch wieder Videos geben. Jetzt hier einmal, zack, eine Happy Mail, ein Loaded Envelope. Ja, da möchte ich euch ganz gerne eine Runde mitnehmen. Ich werde ab und zu mal einen Blick auf meine Kamera werfen, weil die letztes Mal so lustige Sachen gemacht hat. Nee, die scheint ziemlich ruhig zu sein. Und im vorletzten Video hat sie ja so komisch fokussiert und ich hoffe, ich habe ihr das abgewöhnt. Ja, jetzt stelle ich euch erstmal vor, was ich hier für Material habe. Was bist du denn? Ich glaube, der gehört ja gar nicht dazu. Zack. Aber ihr beiden hört dazu. Auf der einen Seite habe ich mir hier schon einen kleinen Knopf vorbereitet. Da muss noch ein Brett dran, den habe ich jetzt auch gar nicht hier. Fällt mir gerade auf. Auf der anderen Seite. Also, nehmen wir das ganze Spiel mal auseinander. Hier ist meine Mitte. Also das hier ist der Umschlag. Der eigentliche Grundumschlag. Auf der einen Seite kommt der eine kleine Tasche hier nach unten und ein Flap von oben. So. Auf den Flap kommen zwei kleine weitere Taschen und hier kommt noch ein Knopf drauf mit einem Brett und hier eine Öse. Die habe ich mir jetzt auch noch nicht geholt, das werde ich auch gleich tun. Eine Öse mit einem kleinen Band, das wir dann da so hintüdeln können. Ich habe mir hier das Fancy Floss geschnappt. Nochmal zur Info, dieser Loaded Envelope hat dieses Thema oder die Lieblingsfarbe lila. Momentan sieht es noch ein bisschen lila aus, ne? Aber das kommt noch. So, legen wir mal die Sachen ein bisschen zur Seite, damit ich euch die andere Seite zeigen. So, also, hier haben wir die Öffnung, ne? Klar. Schwupp, hier ist die andere Seite. Die andere Seite bekommt einen, sag ich mal, Deckel. Das fällt mir hier das ganze Kram raus. So, das ist Kleinkram. Der bekommt einen Deckel, da soll dieses Foto mit rein. Dieser Deckel wird mit einem Magnet verschlossen. Geht so auf und hat dann hier eine solche Tasche, also eine doppelte Tasche. Und auf der anderen Seite hat es was, was ich jetzt gerade vermisse, dort ist es. Das ist dazwischen gerutscht, böse. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt noch sehen. Bildausschnitt. Ja, so ist besser. Und hier kommt diese doppelte Tasche rein. Ja, was ist unsere Aufgabe jetzt hier? Lila machen, schick machen, Magnet verstecken. Und das Schwierige an dieser Geschichte ist jetzt hier, dass es wirklich, dass man jetzt ja wirklich nachdenken muss, was man in welcher Reihenfolge macht. Genau. Ja, das hier soll nämlich auch natürlich dann sich bewegen. Das muss festgeklebt sein. Der Umschlag an sich muss festgeklebt sein und irgendwo muss der Magnet wohnen. Ja, und den Magneten möchte ich auch hier verstecken. Ja, ich habe recht flache Magnete, die sind sehr stark, aber die will ich verstecken. Das heißt aber auch, dass ich die andere Seite auch gut timen muss, wo der wohnen darf. So, also das ist jetzt hier erstmal die Herausforderung. Aber das kriegen wir, glaube ich, ziemlich schnell gelöst. Vorher, bevor wir die Magnete verstecken und so, müssen wir einmal so ein bisschen noch für weitere Farbe sorgen. So, weitere Farbe. Ich habe mitgebracht meine Aquarellstifte und ich habe mitgebracht meine Distress Inks und habe hier auch noch so ein kleines Schwämmchen dazu. Jetzt kann ich, sind hier auf dem Bildausschnitt noch mit drauf. Ja, alles klar, ihr seht das. Wunderbar. So, und dann haben wir noch ein bisschen Tüdelkram, Klebkram, Lila-Kram. Ich werde zwei Videos machen, und zwar einmal, wie ich dieses Herzchen hier zusammenbaue. Das zweite Video wird sich darum drehen, wie ich den Loaded Envelope dann auch wirklich loade. Da gehört ja ein bisschen Kram rein, ne? So, jetzt habe ich hier meine Sachen. Ich hole mir jetzt nochmal eben meine Öse und meinen Locher, und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, ich habe auch mal mitgebracht zwei kleine lilane Perlen. Das sind so, stumpf geschliffene Glasperlen.
Übrigens, dieses Gekneter, was ihr hört, das ist mein Schreibtischstuhl. Immer noch. Und tja, es wird doch immer schlimmer, nachdem jetzt irgendwie eine kleine Schraube rausgebrochen ist. Ich weiß nicht wo. Sagen wir mal so, es ist nicht besser geworden. Das, also sollte ich jetzt zwischenzeitlich in meinem Video zusammenbrechen mit dem Stuhl, dann habt ihr auf jeden Fall was zu lachen. So, ich werde hier meine Öse schnappen. Die lege ich jetzt erst einmal noch eine Runde zur Seite. Und ich habe hier einen kleinen Mini-Bread, habe ich übrigens auf der Funke-Kram gefunden. Den finde ich ja so süß, dieses kleine Herzchen. Das wird mein Knopf hier halten. So. Räusper, räusper. Jetzt haben wir hier einiges an Aufgaben. Und zwar, die erste Aufgabe ist, mach die Sachen in der richtigen Reihenfolge. Zum Beispiel, mach die Sachen in der richtigen Reihenfolge. Dieses Schätzchen hier können wir auf jeden Fall schon zusammenkleben. Und ich werde den Magneten mit auf diese Seite packen. Ich muss hier den Übergang muss ich so gestalten, dass man das Klebeband nicht sieht. Und dafür möchte ich gerne erstmal das hier fertig machen, den Deckel sozusagen für meinen Magnet-Schatzi. Und das ist hier die Rückseite, weil ich da nämlich drumherum malen werde. Und zwar habe ich mir, das ist jetzt immer so für meine Verhältnisse, ich habe mir mal angewöhnt, wenn ich sowas habe, was hier Ton und Ton ist, wie auf diesem Bild, und trotzdem zwei verschiedene Sachen hat, ist so ein Stück weit dabei, sich zu beißen, weil es einfach so sich ähnlich ist und trotzdem so unterschiedlich, dass es ein bisschen Aua macht. Trotzdem, mein lila Loaded Envelope möchte ich natürlich auch mit schönen lila Farben bespaßen. Und da werde ich jetzt erstmal Folgendes machen. Jetzt werde ich mir erstmal diese Sachen zusammenkleben. Zwar ohne alles voll zu tropfen, das ist Idee Nummer 1. Ich schaue nochmal eben nach dem Fokus. Nicht, dass euch das Knie dann wundert. Ja, scheint gut zu funktionieren. Also da hat sich wirklich einmal nur verschluckt. Ja, ist halt Technik, ne? So. Mache ich erstmal Folgendes und klebe erstmal dieses schöne Bild. Ich hatte auch überlegt, ob ich die Ecken abrunde, aber die verschwinden sowieso hinter dem Oval. Das hatte ich mal in einer Happy Mail. Das ist auch, also es ist kein original altes Schwarz-Weiß-Bild. Das ist eins, was irgendwo aus dem Bastelfundus kommt. Ein wunderschönes, wie ich finde. Ich finde, das passt auch hier ganz gut hin. Nur halt, ja, es ist halt kein Originalbild aus, keine Ahnung was, 1902 oder so. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein schönes Bild. So. Mal das hier mal irgendwie mittig platzieren. Und dann mache ich mir meistens den Spaß und gehe die Rundung lang. Hier, sag ich mal, vernünftig zu treffen und auch einen Abschluss zu haben. Ich brauche jetzt nämlich gleich eine gut geklebte Kante für den nächsten Schritt. Und dann geht's weiter. Übrigens, ich werde heute Nachmittagabend, habe ich per eBay Kleinanzeigen eine Schreibmaschine erworben. Eine kleine Reiseschreibmaschine, die noch voll funktionstüchtig ist. So angeblich bis auf eine Taste. Das schaue ich mir mal genauer an. Und die brauche ich auf jeden Fall für meine Sprüche-Journal. Und natürlich braucht man sowieso eine Schreibmaschine. Also ganz ehrlich, Leute, ihr braucht doch bestimmt auch eine Schreibmaschine, oder? Habt ihr eine Schreibmaschine? Also ich finde Schreibmaschinen total super. Schon früher, ich fand die immer super faszinierend, um darauf zu tippen. Ja, also ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo man keine Schreibmaschinen mehr benutzt hat. Aber jeder hatte seine noch, weil es konnten ja schlechte Zeiten kommen. Und meine Eltern hatten ihre auch noch sehr lange. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben sie die sogar noch. Das werde ich mir gleich mal oder nachher mal anschauen. Ob ich vielleicht in der Kramecke noch die Schreibmaschine finde. Dann hätte ich zwar zwei, weil die andere habe ich schon gekauft. Aber
Naja, man gibt ja auch mal was weiter, ne? Also ich habe ja auch hier so ein paar Bastel-Ladies, mit denen ich mich gerne austausche und so. Und vielleicht braucht davon ja jemand eine, falls ich die von meinen Eltern auch noch finde. Weiß. Und ich freue mich immer, wenn ich was weitergeben kann. Oder wenn ich irgendwie was finde, wo jemand sich drüber freut, wo eine Vernetzung entsteht und so. Weil ich weiß nicht, ich denke immer so, es gibt so viele geile Sachen, so viele coole Ideen, wenn wir uns zusammentun, was wir da alles reißen können. Was wir da alles für coole Bastelaktionen und zusammenarbeiten, also Kollaborationen schaffen können. Ja, und da muss man dann hier und da auch mal das Ego zur Seite stellen, ne? Also es gibt ja auch einfach ganz viel Neid unter Bastler. Ich denke so, hey, freue dich doch einfach mit dem anderen, dass er so coole Sachen macht. Oder sie. Meistens sind es ja Mädels. Ich freue mich auch über jeden männlichen Bastler, auf jeden Fall. Ja, meistens sind es die Mädels und die sind dann teilweise ganz schön fies zueinander. Glücklicherweise nicht so häufig. Ist übrigens in der Reiterwelt ähnlich. Solange gar kein männliches Wesen in der Nähe ist, geht es meistens noch. Aber sobald falls sich irgendwo auf irgendeinem großen Hof noch der ein oder andere Mann befindet, da geht es echt ab. Also das ist nicht schön, Leute, ich sag's euch. Das ist überhaupt nicht schön. Ja, nochmal den Fokus überprüfen. Scheint wunderbar zu laufen, ich freue mich. Ich möchte jetzt mit meinen wunderschönen Stiften, die nicht aufgehen. Ja. Kurz sagen, Freunde. Ich habe ja hier wunderschöne lila Töne, ne? Und dieser Riesenkasten, ich liebe den und der sieht auch noch super neu aus. Ich pflege und hege den und benutze den echt selten. Wobei, den müsste ich eigentlich wirklich öfter benutzen. Ich möchte jetzt hier eine Farbe finden. Könnt ihr die Farbunterschiede überhaupt erkennen? Ja. Glänzt zwar etwas, aber es geht. Ich möchte jetzt hier eine Farbe finden, die dunkel ist und die beiden miteinander vereint. Ich glaube, diese Farbe hier ist die richtige. Ich schnappe mir mal ein Schmierblatt. Ich habe hier auf meiner Heizung Schmierblätter liegen, mit denen ich, ja, also hier habe ich zum Beispiel eine Briefmarke ausgeschnitten. Dann musste ich eine Briefmarke online kaufen und drucken und habe sie ausgeschnitten. Und jetzt lasse ich mir das Ding hier wieder verschwinden. Drücke wieder in die Mitte. So, und jetzt brauche ich mein Pinselwasser. Aber was ich jetzt mache, ist wahrscheinlich schlagen die meisten Aquarellstiftenutzer jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Ich tue tatsächlich den Stift ins Wasser. So, und dann gehe ich mit diesem Stift, diesem nassen Stift, hier um die Kanten. Um hier die, ja, einfach dieses Zusammen. Ja, also dieses, ja, wie sagt man, dazu verbinden. So. Es ist früher Morgen, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch morgens geht. Manchmal habe ich ein bisschen Sprachfindungsstörung. Ja, ich hatte schon Kaffee. Sonst hätte ich das Video nicht angefangen. Aber ich denke mal, das hier können wir jetzt ein bisschen beschleunigen. Ne? Also ich stelle euch mal auf schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hier fertig mache. Bin ich wieder mit ohne Highspeed und ihr seht, ich meine, es ist jetzt noch ein bisschen nass, das muss ich gleich nur noch trocknen lassen, bevor ich hier weitermache. Wir haben eine Brücke geschaffen zwischen dem weichen, sanften Außenbereich der Karte und diesem, sagen wir mal, mehr harten und glänzenden Blüten und dem
ja, sagen wir eher Kontrast am Bild, haben wir jetzt durch diese lila Flanellläppchen, hier den Übergang geschaffen. So, jetzt frage ich mich, wo ich meine kleinen Schnipsel hin habe. Die zeige ich euch jetzt auch einmal. Und da werde ich wahrscheinlich auch nochmal mit dem Lila drumherum gehen können müssen. Die will ich hier in die Ecken platzieren. Also, dass ich nochmal mehr Übergang zwischen dem weichen und den hier glänzenden Linien habe. Kann ich aber erst machen, wenn es trocken ist. So, was ich jetzt schon machen kann, ist mir überlegen, wie ich die anderen Sachen, sag mal, bearbeite. Jetzt sehe ich gerade, hier meine eine Karte ist ein bisschen feucht geworden. Ich darf auch eine Runde trocknen. So, du Herzchen darfst auch eine Runde trocknen und ich kann mal eine Runde weggehen. Weil ich habe hier immer noch meine Schmierunterlage. Ich habe meine Rückseite von meinem Umschlag und alles. Und ich denke mal, ich werde mir hier mein Bürstchen schnappen. Es ist noch jungfräulich. Das hat noch kein Lila gesehen. Und werde mal gucken, was passiert, wenn ich dieses, also zum Beispiel, ich fange jetzt einfach mit dieser Tasche hier an. Wenn ich hier mal großzügig die Ränder inke. Das Blatt, was ich hier benutze, könnte man nachher wahrscheinlich auch wieder dekorativ einsetzen. Durch diese ganzen Musterchen. So. Diese Bürstchen sind so süß. Ich habe ganz lange habe ich ohne diese Bürsten gearbeitet und dann habe ich mir sie mal zum Geburtstag gewünscht. Habe ich eine ganze das Paket davon bekommen. Und seitdem bin ich total auf dem Bürstentrip. Diese Ränder, die werden einfach so schön weich. So, während ich hier das hier lila mache, wird wahrscheinlich das hier, nämlich, also die zweite Tasche wird da drauf sitzen. Wenn ich die auch lila mache, ist mir das zu viel. Also da werde ich vermutlich das Velvet nehmen hier. Alternativ wäre Vintage Foto natürlich auch nicht schlecht. Naja, da bin ich mir selbst nicht so ganz mit mir selber einig. Also Leute, was sagt ihr? Das hier drauf, Vintage Foto oder Victorian Velvet? Ich glaube, durch das Braun, was ich hier von dem Kaffee gefärbten Papier habe. Nee, dann möchte ich Vintage Foto haben. Lege ich mir erstmal zur Seite, weil ich jetzt hier gerade mit dem Lila dran bin. Und auch mein Envelope hier, also mein Haupt, wie heißt das, Hauptumschlag, den möchte ich dezent an den Seiten stressen. So, und jetzt ist nämlich der Trick, wenn man das hier vorm Zusammenkleben macht, dann hat man keine Klebespuren drauf, die einem dann wieder das Ink-Ergebnis verfälschen. So. Ein ganz weicher lila Rand. Also wenn ich das jetzt mit dem Schwämmchen machen würde oder mit dem Dobber, dann wäre das eine sehr deutliche Inkkante. Ich möchte es aber sehr weich haben. Und ich denke, das ist mir auch gelungen. So, jetzt habe ich meine Rückseite hier auf jeden Fall. Zack. Ich möchte natürlich das bei dieser Seite auch machen, ganz klarer Fall. Wir wollen das ja also ein bisschen thematisch durchziehen. Ja, und ich bin auch hier schon am Gucken und Überlegen. Also ich habe tatsächlich erst gestern Abend mich in dieser, oder nicht in dieser Gruppe, sondern zu dieser Aktion gemeldet, dass ich gerne mitmachen würde bei dem Bewichteln, sag ich mal, von einer Person mit einem Loaded Envelope mit Wunschfarbe Lila. Und ja, das war recht spät gestern Abend und ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht und habe schon ein paar Ideen. Wie ihr seht, ich habe mir hier das Material zusammengestellt, um mit euch den Umschlag zu basteln. Jetzt kommt das Aber. Ich habe noch nicht so viel, was ich reintue. Also ich habe ein bisschen was, habe ich gefunden, weil also das soll ja schon thematisch irgendwie lila sein, ne? Also oder irgendwas mit Lila zu tun haben, Lila drin haben. Ja, da sind ja natürlich bei sowas, sind die Ideen grenzenlos.
Aber ich habe gar nicht so viel Lila. Also jetzt, klar, ich lila hier Stempelfarbe und so, da werde ich was draus machen dürfen. Das ist für mich auch eine eigene Challenge. Also ich habe auch echt gesagt, ich mache da mit. Ich habe da Spaß dran oder freue mich da drauf. Aber es ist auch so eine Challenge, wenn man kein oder wenig Lila hat. So, ich werde allerdings hier diesen Umschlag, ne, werde ich so in sich kleben. Das heißt, ich werde hier unten keinen Flap oder irgendwas machen. Oder mache ich das? Also die Kante muss ich so reinkleben, weil ich da einen Klebeband dran habe. Nee, gefällt mir nicht. Ich mache den Umschlag so, dass alles innen liegt. Das hier liegt ja dann hier drauf. So. Und wenn ich es mir so recht überlege, finde ich dieses... Ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, ne Leute, ist mir das hier noch viel zu cremefarben. Ich töne das jetzt einfach ein bisschen ab. Und diese Schlieren sieht man ja eh nicht so dolle, weil da was vor ist. Nur mir ist das hier so einfach dieser Übergang zu diesem Leinen, also zumindest ein Leinenpapier in Farbe Creme, ist mir zu krass. So, selbst wenn hier Vintage Foto noch mit drauf kommt. Das ist ja quasi der Übergang dann zu dem Hauptumschlagteil. So. Den Hauptumschlagteil habe ich jetzt distressed, fein, supi. Jetzt habe ich hier diesen Innenteil, auch hier werde ich wieder Vintage Foto nehmen, das kleine Teil. Und werde hier, sag ich mal, eine weiche Kante distressen. Eine weiche Kante. Ich werde euch gleich mal für ein Stündchen verlassen, weil ich nämlich noch was abholen muss. Das auf dem Sonntagmorgen. Jetzt wisst ihr, wenn ich meine also am liebsten meine Videos drehe, weil ich mache das tatsächlich gerne am Wochenende morgens. Da ist hier noch ruhig. Wenn die Katzen was zu essen hatten, ist die Welt in Ordnung. Und ja, wenn ich was zu essen hatte und einen Kaffee, dann kann ich auch schmecken. So, zack. Auch wieder hier kommt Vintage Foto drauf. Und hier haben wir wieder solche Moment. Kleinen Button vertüdelt. Also hier auch wieder Vintage Foto. Übergang. Und hier möchte ich auch tatsächlich das Karo-Papier oben haben. Ach, guck mal an, jetzt habe ich hier gar nicht das Karo-Papier oben gemacht. Muss ich die andere Seite nochmal distressen, hilft halt nicht. So. Schwupp, schwupp. Schwupp. Zack. Den Teil habe ich. Der kommt wieder da drauf. Und hier ist mal wieder vorsichtig Mutter der Porzellankiste. Nein, einfach nochmal genau hingucken. Weil wenn man überall die Karo-Seite des Papiers da hat, weil ich habe nämlich hier Papier gefärbt, was von einer Seite blanko ist und von der anderen Seite kariert. Wenn man überall die Karos oben hat, also an mindestens zwei anderen Stellen, sollte man das dann an der dritten oder letzten auch noch machen, sonst hat man hier so einen kleinen Stilfehler dran. So. Ein Stiel ist ja nicht das Ende des Besens, ne? Das wissen wir ja alle. So. Schwupps. Jetzt habe ich hier erstmal ja, meine gefärbten Sachen, also Kaffee gefärbt, Tee gefärbt sind sie sogar. Habe ich erstmal distressed. Jetzt verlasse ich euch für einen Moment und bin dann gleich wieder da und mache weiter. So, ein kleiner Ausflug ist beendet. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Meine Seite hier ist auch schon getrocknet. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich habe mich hier entschieden, jetzt nicht Vintage Foto zu nehmen, wie ich vorhin angekündigt habe, sondern ich finde Ground Espresso, oh Gottes Willen, Espresso ist das bessere Braun hierfür. Und ich werde auch hier nochmal ganz, ganz bisschen nur diesen Rand nochmal zusätzlich zu dem lilanen Streifen ein bisschen distressen.
hier und da sind noch so hellere Flecken. Die sind an sich ganz fein, aber die werden jetzt braun und nicht hell. Also von daher schön, dass sie da sind. Die werden jetzt einfach eingefärbt. Schwupps. Das bringt noch ein bisschen mehr Tiefe dann in dieses Herzchen. So, jetzt haben wir erstmal den Part. Ich mache hiermit auch gleich weiter. Den Teil wollen wir ja auf diese Seite bringen. Also das hier wird quasi die... Moment, einmal gucken. Eine Seite ist sehr geprägt, eine nicht so. So rum wird es sein. Das heißt, die Leinenseite, die so richtig schön strukturiert ist, strukturiert heißt das Wort, möchte ich gerne sichtbar haben. Und die andere nicht. Das heißt, das hier wird so sein. Jetzt kommt das Aber... Nein, das und. Hier muss der Magnet hinter. Diese Seite möchte noch bearbeitet werden. Und hier, die beiden sollen zusammenkleben. Ja, also das klappt ja hier rüber. So. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie ich das sinnvollerweise tue. Doppelseitiges Klebeband kommt nicht so gut. Nee, ich muss dieses Ding hier ankleben. Ja, Mensch, sagt mir das doch. Also das hier muss ich dran kleben und nicht das andere. Naja, komm, es ist Sonntagmorgen. Also mal nicht so böse mit der Frau. Nein, ich darf mich gar nicht so nennen, sonst kriege ich wieder Ärger. Spätestens kriege ich Ärger von meiner Tochter. Du bist nicht alt. Nein, hast du recht. So, jetzt hier einmal Razzifazzi. Und wir hier weitermachen können. Essenzeitig. Und da sieht man mal wieder, wie lange Zeit man eigentlich auch schon braucht, alleine um so ein Loaded Envelope überhaupt mal vorzubereiten, bevor man die überhaupt geloadet hat. Das ist fein, also es macht Spaß, es ist total cool. Nur in der Zeit, als ich noch keine Videos aufgenommen habe, so noch keine Bastelvideos irgendwie gedreht habe, da habe ich mir aber keinen Kopf gemacht, wie lange irgendwas braucht, wie lange irgendwas dauert. Ich meine, jetzt ist mir das auch relativ herzlich wurscht, wie lange das dauert. Das muss Spaß machen. Jetzt kommt das Aber. Ich will euch ja nicht in Grund und Boden quatschen, stundenlang. Und ihr kriegt da einen halben Herzinfarkt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden hier für so einen Umschlag brauche. Also... Ne? Das sieht immer so schön schnell und fein aus, wenn man hier sich die YouTube-Videos von den Berufsbastlern anschaut. Das braucht richtig Zeit. Also bis so ein Journal fertig ist, Stunden. Viele, viele Stunden. Und hier für so einen Umschlag, ja, wenige Stunden, aber immerhin auch Stunden. Ne? Das ist nicht so hier, ich mache das mal eben. Tante Frieda kommt zur Geburtstagsfeier und da wollte ich ja noch was geben. Also setze ich mich mal eben eine Viertelstunde hin. Leute, vergesst das. Das funktioniert nicht. Das heißt, wer denkt, das ist so ein zeiteffizientes Hobby, mit dem man richtig schnell richtig coole Effekte erzeugen kann. Nope. Also coole Effekte ja, aber nicht schnell. So, und das hier liebe ich jetzt an diesen Bürsten. Man kann einfach wirklich hier, sag mal, sich die Welt zurecht Schatten bauen. Also, wie soll ich sagen? Nicht Schatten bauen, sondern hier diese Farbverläufe, ne? Und dieses Schattierte, dieses auch teilweise ein bisschen marmoriert. Das sieht so ein bisschen schmuddelig aus. Das ist bei unserer Junk Journal Branche ja völlig fein, dass das ein bisschen schmuddelig aussieht. So. Jetzt habe ich den Part. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich werde hier noch das Grand Espresso anwenden. Jetzt muss ich einmal sortieren. Wo ist denn mein? Unter dem Motto, wo ist denn mein? Hier ist doch mein. Das Schatzi kommt ja hier drauf. Genau. Und dafür brauche ich das Grand Espresso für diesen Part hier. Fast überlegt, ob ich dafür schwarz nehme. Aber das war mir doch irgendwie ein bisschen zu krass. Andernfalls könnte ich natürlich auch wieder meinen lilanen Stift bemühen.
Und wie auf dem Cover drauf, könnte ich jetzt einfach mit dem lilanen Stift nochmal die Kanten ziehen. Aber das würde ich dann, sag mal, auf dem teegefärbten Papier machen. Lalalala. So, angeschmuddelt. Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Das Papier ist selbst ja auch schon so bräunlich. Ich werde auf jeden Fall diese Kante noch ziehen. Also das Herzchen kommt hier drauf. Das wird natürlich auch nur so also den Part lasse ich aus, damit man da was reinstecken kann. Klar, soweit, ist eine Tasche. Und genau. Klebe ich das jetzt gleich so? Könnte ich eigentlich, ne? Bevor ich hier großartig noch drauf rumklebe und so weiter, mache ich das mal so. Die beiden hier kommen so zusammen. Das heißt, ich muss hier möglichst eng beieinander. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe auch wirklich auf Nummer sicher. Die werden ja wirklich fest miteinander verklebt. Und ich möchte natürlich, dass die hier, sag mal, so bleiben, wie sie jetzt sind. Jetzt gehe ich immer mal völlig flapsig. Mit einem Querstreifen dran. Und auch hier gehe ich völlig flapsig mit dem nächsten Querstreifen dran. Da ich alles zusammenkleben werde. So, ein bisschen zirkeln. Ja, gerade ist anders, aber das ist ja, das ist dahinter ja nicht mehr sichtbar. Klebekante weg. Sauber, kadauber. So. Also dieses Schatzi klappt dann so um, wie es das gerade tut. Genau, das klappt so um. Das tut es jetzt auch. Das hier kommt dort drauf. Das Klebeband verlässt mich jetzt. Mal kurz den Fokus checken. Fokus fokussiert permanent, sehr brav. Ja, das war echt eine Frechheit von dem Ding. Das ist das Klebeband hier nicht los. Schwupp. Die Gelegenheit ist günstig, hier jetzt den Magneten zu verstauen. Der wird ja hier hinter sein, unter dem Part und hier. Das heißt, jetzt hier den Magneten drauf zu bringen, ist eine ganz gute Idee, wie ich finde. So, hier sind meine, die sind mega stark. Also ich muss da echt was in den Umschlag tun, damit diese Magnete auch wirklich die Arbeit haben, die sie haben sollen. Und frei nach der lieben Jutta von Funkelkram werde ich das jetzt einfach stumpf mit meinem Scotchtape hier ankleben. Oh, na, um Gottes Willen. Das ist aber auch hier so eine Sache. Das wird eh gleich noch zusammengeklebt. Also von daher, gut, dass das keine Außenseite ist. Jetzt mache ich mal Folgendes. Also das hier wird wirklich... Schwupp gehört hier rüber. Ich schmeiße nochmal da drauf. Ja, drauf schmeißen, aber erst wenn. Erst wenn die Seite glatt liegt. So, auch hier einmal zum Fixieren Tape drüber. So, fertig ist der Lack. Die beiden Seiten kleben schon mal gut zusammen. Klapp. Sehr schön. So, was kann ich denn jetzt am sinnvollsten als nächstes tun? Ist jetzt eigentlich egal. Also ich kann jetzt hier die Seite draufbringen. Da würde ich jetzt allerdings hier einmal noch die Innenseite distressen, weil wenn man das nicht hundertprozentig schicki aufklebt, dann sieht man da immer noch die cremefarbene Kante. Fände ich jetzt nicht so schön. Dementsprechend mache ich das jetzt mal so. Einfach nur so die Quick and Dirty Lösung hier.
ist die Quizfrage. Ich habe es noch nie ausprobiert, ob Scotch Tape distressbar ist. Ein bisschen auf jeden Fall. Ein ganz bisschen. So, schwubbidi-bupp, schwubbidi-bupp. Da kann ich jetzt den großen Pinsel nehmen. Dann abtrocknen. Ja, das Schöne an diesem Leinenpapier ist, dass es irgendwie so ein bisschen versiegelt. Dadurch, dass das so ein bisschen versiegelt ist, wälzt sich das nicht beim Kleben. Oder nicht so doll auf jeden Fall. Ich sag mal so nicht gar nicht, aber nicht doll. Kante ein bisschen gehoben. Lalalala. Ja, was könnte ich euch jetzt noch mal weiteres Feines erzählen? Wenn es Themen gibt, die ihr gerne mal von mir hören wollen würdet, oder wo ihr sagt, boah, wie ist denn deine Meinung dazu? Hast du da eine Idee? Haut raus. Ich bin gespannt, worauf ihr gespannt seid. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich meine, ich habe keine Lust, euch jetzt hier einfach vom Pferd zu erzählen, was ich garantiert auch könnte. Aber ich habe ja überhaupt keinen Plan, ob es euch interessiert. Kann ja sein, dass ich euch hier sonst so was erzähle. Im besten Glauben, es könnte euch interessieren, weil es mich interessiert. Wer weiß, man kann ja immer noch von sich ausgehen. Und ihr sagt, boah, ist die alte langweilig. Verdammte Kiste, erzähl doch mal was Interessantes. Von daher, wenn ihr solche Gedanken habt oder euch irgendwas interessiert, dann teilt es mir mit. Dann rede ich mal über Sachen, die ihr mir so zutragt. Falls ich es kann, ne? Also, kennt das Thema mit der Elvis eine Müllhalde? Die bin ich jetzt nicht. Ich habe weder die Weisheit mit Löffeln gefressen, noch kenne ich mich in jedem Thema gut aus. Und es gibt bestimmt auch Themen, da habe ich auch wenig Lust drüber zu sprechen, weil es mich einfach nicht interessiert. Also, wenn jetzt jemand was über Golf spielen wissen möchte, seid ihr bei mir an der falschen Adresse. So, jetzt ist natürlich die wichtige Geschichte hier an der Stelle. Klebt den Scheiß richtig zusammen. Weil ich habe es gerade gedreht. So. Klebt den Scheiß richtig zusammen heißt, hier ist die Vorderseite, also eigentlich die Rückseite, um genau zu sein, weil andere Seite des Umschlags ist die Front. Das hier ist die Backside. Schwupp. So, jetzt haben wir hier. Ja, das wird hier noch ein bisschen wellen, das wird noch ein bisschen aufgehen. Das Schöne an diesem Junk Journal Kleber ist, man streicht erst das erste Mal drüber, ist dann irgendwie so halbwegs fest. Hier und da löst sich nochmal eine Kante so ein bisschen, man streicht wieder drüber und dann ist er endgültig fest. Das feiere ich total. Es kann auch sein, dass ich hier nochmal irgendwie dann zum Schluss mit einer Stoffkante drüber gehe. Mal gucken. Oder eine Spitze oder sowas, ich weiß es noch nicht. Ich habe leider keine lilane Spitze, das würde jetzt mega passen. Aber dieser Haufen hat zwar viel zu bieten, aber keine lilane Spitze. So, gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Bevor ich die Rückseite von dem Umschlag hier drauf klebe, werde ich hier die Seite ein bisschen mit den Taschen verstärken. Es kommt das, weil ich Angst habe, dass ich mir das hier einreiße. Und so, jetzt kommt die nächste Quizfrage. Und das ist das, was ich zu Anfang meinte. Wir müssen gucken, in welcher Reihenfolge wir hier was machen. Jetzt habe ich nämlich auch das hier, was hier drüber sitzt. Und nun ist meine Überlegung und meine Frage an mich selber, weil ihr mir gerade nicht antworten könnt. Warum könnt ihr mir eigentlich gerade nicht antworten? Mache ich das unter die Tasche und mache das so. Ja, mache ich. Das heißt nämlich auch, bevor ich das klebe, muss ich das Herzchen hier distressen.
Das mache ich jetzt in sich selber. Das ist aber wurscht, das wird ja eh festgeklebt. Hier oben. Obwohl, da fällt mir ein, die Rückseite. Jetzt, wo wir hier drüber reden, liebe Leute, ne? Jetzt, wo wir hier drüber reden. Die Seite wird ja geklappt. Das heißt, dieser Flap, der darüber geht, der hat ja noch eine Rückseite. Wenn der Flap eine Rückseite hat, könnte ich ja diese Rückseite dazu benutzen, da auch noch was drauf zu machen. Mein Gott, das habe ich überhaupt nicht berücksichtigt, als ich mir das hier ausgedacht habe. Ich habe gesagt, man kommt hier irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen und hinterher hat man eine Loaded Envelope hier mit 1 Million Sachen. Na, auf jeden Fall müssen ja erstmal die Seiten gestresst werden. So, was auch immer ich mir hier noch ausdenke. Weil, also, ja, um euch meinen Gedankengang zu erzählen. Das Ding sitzt ja, sag mal, ich nehme es zum Beispiel, sitzt ja so auf der Seite, klappt so hoch. Ne? Obendrauf sind Taschen. Weil wenn ich das hier hochgeklappt habe, könnte ich doch eigentlich noch einen Umschlag auf die Rückseite machen. Müsste wahrscheinlich einer sein, den man zumacht. Also, oder wo man immerhin mal den Umschlag schließt. Also irgendwie in sich reinsteckt. Also, ihr wisst, diese Klappe, die man bei Briefumschlägen halt schließen kann. So. Die kann man, muss man ja nicht zukleben. Die kann man ja auch einfach in sich rein verkeilen. Ja. Ihr versteht mich auch am Sonntagmorgen, oder? Versteht ihr mich? Bitte gebt mir einen Hinweis. Auf jeden Fall kann ich da nämlich auf die Rückseite mir auch noch die Mühe machen, einen kleinen Umschlag noch reinzupacken. Ja, vielleicht so für Mini-Stanzteile oder sowas. Oder ja, halt für Kleinkram. Also da werde ich mir noch was ausdenken. Also ich glaube, das mache ich dann in dem Video, wo ich dann auch den Umschlag hier ein bisschen fülle. Boah, ich habe schon so lange mein Lila nicht richtig benutzt. Ich freue mich gerade total, weil ich mag Lila total gerne. Also lieben Dank an meine Bewichtelte oder Happy-Mailte. Du weißt, wen ich meine. Und ich kann mein Lila mal wieder benutzen und du bist schuld dran. Im positiven Sinne. So. Das ist jetzt hier quasi die Innenseite. Und ich finde das jetzt ziemlich cool aus hier. Das ist wieder festgeklebt, aber die Seite hier ist sichtbar. So, jetzt kommt diese Seite. Ja, und hier sind ja dann sowieso die zwei Taschen auf der Oberseite. Und den Umschlag auf die Unterseite. Aber ich glaube, ich nehme so einen kleinen. Ich glaube, ich habe noch irgendwo so einen kleinen Notenumschlag. Wenn ich den auch so ein bisschen lila distresse, dann müsste das doch eigentlich so tun, wie ich das haben will. Ja. Schön, dass ich mit euch auf neue Ideen komme. Hey! Ja, als ich gestern mal fertig war, mein Material hier zusammenzusuchen und Ideen zu spinnen und mal ein bisschen vorzuschneiden und so. Ich habe keine Lust, dass ihr mir beim Schneiden die ganze Zeit zugucken müsst. Das ist schon schlimm genug, dass ich hier, sag ich mal, rumdistresse und euch ein Kotelett ins Bein laber. War es tatsächlich, als ich damit fertig war, irgendwie 1 Uhr oder so. Und da bin ich einfach auf so eine Idee noch nicht gekommen. Nun ja. So. Ich glaube tatsächlich, nein, ich rede immer von, ich glaube, ich kriege immer Ärger von meinem Mann, wenn ich sage, ich glaube. Ja, wir sind hier in der Kirche. Nee, das stimmt. Wir sind nicht in der Kirche. Wir beten höchstens die heilige Muse der Junk Journal Kreativität an. Ich weiß es nicht. Ich werde, wenn ich mir das jetzt hier recht überlege, 3 Videos daraus machen. Weil das hier garantiert schon irgendwie 40 Minuten lang ist oder so. Ich
habe jetzt nämlich nicht geguckt. Ich werde jetzt diesen Flap hier noch zu Ende distressen. Und dann werde ich... Schwupps. So, Flap zu Ende distressed. Ihr wisst ja, dass das hier dann da drauf kommt. Ah, da sehe ich, hier muss auch noch ein bisschen was hin. Sonst ist das zu wenig. Ich werde das dann auch nochmal umranden. So, das heißt, wir haben hier diese Flap-Basis. Ich werde mich gleich mit denen hier noch beschäftigen. Ich sage jetzt erstmal bis zum zweiten Teil dieses Videos. Ich mache jetzt hier den Cut, werde aber direkt weiter drehen und den zweiten Teil machen. Wenn ihr meine Videos total fix und schnell seht, dann werdet ihr ein paar Tage warten müssen. Kann auch sein, dass ihr es irgendwann mal seht und ja, dann einfach direkt das zweite Video hinterher schauen könnt. Im dritten Video wird dann der Envelope wirklich geloadet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Und ich mache jetzt weiter. Ihr könnt natürlich auch vorspulen und euch dann irgendwie Video, das Loaded Video angucken mit dem Flip-Through. Ist ja kein Journal, aber ist ein Umschlag. Könnt ihr machen. Ich sage erstmal bis demnächst in diesem Kino.